Ja, da guck da, ne? Guso hat ein neues Intro. Yo. Fangen wir an mit einem Angriff. Wir haben nämlich bald die 22K, glaube ich, brauche ich. Oder 2250 für meinen King. Jetzt überlege ich fast, ob ich den angreife. Ach nee, kommt. Ja. Keine Sorge, achso, an alle die gesagt haben, oh komm, jetzt zockt da so viel Agario, oh, keine Zeit mehr für COC. Nein, so ist es nicht. Bloß die Sache war einfach die, ich hatte, oh, sehr geil. Sehr geil, aber die Troops sind dafür noch nicht so gut gemacht. Aber 1-4, oh, könnte ich den knacken? Hey, den kriege ich aber nicht. Ganz ehrlich, ich brauche mir keine Luftschlösser bauen. Ich meine, was ich nicht hinkriege, kriege ich nicht hin. Nee, aber die Sache wirklich, die. Klar, ich habe jetzt wirklich ein bisschen länger Agario gezockt und habe das echt mit COC dann nicht auf die Reihe gekriegt. Keine Sorge. Dat, COC hat erste Priorität, logischerweise. Weil wäre auch irgendwo doof. Ich meine, der Channel hat mit COC angefangen und ja, dann sollte das auch so. Boah, die würde ich alle schön wegnaschen mit meinem anderen Account. Und da wäre es einfach doof, jetzt zu sagen, naja gut, okay, komm, ich spiele jetzt Agario, weil ich keinen Bock mehr auf CLC habe. Totaler Blödsinn. Auf keinen Fall. 300. Wenn ich einen wegnehme, bin ich schon alleine bei 100. Kommt, Leute, tun wir uns dies einfach mal an. Mal gucken, was er hier so irgendwie an Bomben oder sowas unterwegs hat. Mal gucken, was wir hier noch in den Sammlern haben. Schön oder nicht schön. So, hier Tesla-mäßig haue ich mal hier so ein bisschen weg. Und da haue ich auch gleich mal den King rein. Und dann sehen wir, was da kommen mag. Ich hoffe, Ton ist wieder okay, weil war beim letzten Video irgendwie nicht so laut. Kann ich euch auch sagen, warum? Weil es schon relativ spät war. Ich dachte mir auch, oh komm, eine Aufnahme muss auf jeden Fall noch sein. Also dazu, also nicht, dass es jetzt den Eindruck macht, ich habe mich dazu gezwungen gefühlt, auf keinen Fall. Aber Fakt ist, ich wollte euch halt einfach wirklich noch eine Aufnahme geben, weil ich mir dann auch dachte, oh nee, sonst so lange ohne ist auch richtig doof und total unepisch. Und da dachte ich mir auch, nee, das kannst du jetzt echt nicht bringen. Und deswegen habe ich dann noch gesagt, okay, hallo, hallo. Und dann bin ich auch natürlich dann nicht so, komme ich auch nicht so aus mir raus, weil wenn ich weiß, ich muss. Oh, schade, ey, das ist echt. Egal, egal. Wie gesagt, ich habe ja genug zu erzählen, von daher ist das egal. Lief nicht so, würde ich sagen. Lief nicht so. Nee, und dann ist man eben halt ruhiger und dann ist das alles so ein bisschen schade und so weiter und so fort. Deswegen ist eben wichtig, dass ich jetzt eben auch COC aufnehme. Jetzt habe ich es 18:03, 18:08. Ich bin gerade erst von der Arbeit gekommen, deswegen heute jetzt momentan noch kein COC-Video. Ich hoffe, ich kriege das noch jetzt raus für heute, aber ich kann auch noch nichts versprechen. Wenn nicht, seht das halt morgen. Aber ihr seht es halt eben, dann ist man wieder fresh dabei und dann ist alles cool. Und dann ist schick. So, mit. Achso, dann wurde die Frage gestellt: Ja, was ist denn noch mit meinem Rathaus 9 Account? Also mit meinem ganz normalen. Der lebt natürlich, logischerweise lebt er. Ich überlege, ob ich euch jetzt noch mit ein paar epischen Angriffen versorge. Nö. Tue ich nicht, sondern ich mache Folgendes: Ich verlasse den Clan. Und ich gehe mal in den Fail-Attacks, weil mir wurde zugetragen, dass ja doch irgendwie hier was sein soll. Vielleicht der Flo, mal gucken, ob der einen Fail-Attack drin hat. Nee, den hatte ich. Ich bin der Meinung, den hatte ich schon mal, oder? Aber wir werden mal sehen. Wir gucken uns das Ding einfach mal an. Also, das sieht jetzt wirklich noch so aus, als hätte ich das gemacht. Also, so schlimm ist das jetzt noch nicht. Klar, wenn man natürlich jetzt hier steht und die Riesen sitzen da und können natürlich nicht wirklich was machen, wisst ihr selber, Riesen plus Mauerbrecher, das ist so das Dream Team. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann geht das schnell in die Hose direkt rein. Aber ich kann mir schon vorstellen, was los ist. Weil, oh ja, da werden die ersten fliegen. So. Und dann wird es so sein, dass die Riesen zwar gut gearbeitet haben, aber nicht komplett. Und dann wird da nichts mehr zum Angreifen haben. Dass er sozusagen die Base fast komplett nagisch hat, aber eben nur fast. Aber werden wir mal sehen.
Ich meine, die Luckys, wir haben hier jetzt nicht mehr viel, was Luftabwehr technisch. Nee, ich glaube, das war einfach nur, dass der für den Flo relativ scheiße gelaufen ist. Dass der sich gesagt hat, Kacke, ich wurde jetzt hier auseinandergenommen. So schaut mir das aus. Ja, und dann sogar noch was vom D-Alex. Also der war nicht nötig, das war so ungefähr so, naja, war nichts halbes und nichts ganzes, also das war ein Standardangriff, sagen wir es mal so. So, den haben wir. Da ist jetzt in der letzten Zeit nichts passiert, deswegen verlassen wir da auch wieder. Und wir gucken mal in die anderen rein. Der ist wieder voll. Ich muss wirklich, da muss ich wirklich mal, wenn ich die Zeit mal dazu finde, wirklich sagen, dass ich da mal rauskicken muss. So. Hier sind natürlich die Minen und Sammler richtig schön voll. Und ja, was soll man dazu sagen, Bartsch? Bartsch, fertig. Das Ding ist einfach mal der Bartsch-Angriff überhaupt, wo man sagen kann, ey, hier, da lohnt sich das auch, da kann man alles schön ziehen, fertig, aus. Klar, logisch. Und dann easy da, ist ja schön. Ja, auf jeden Fall. Also, klar. Truppen haben nicht so viel gekostet. Hat ordentlich was gebracht, klar. Das ist so das, was man haben möchte, ganz klar. Aber ich will natürlich jetzt... Oh, hier. Ben Finn, let's see what you have. Wir sehen, es ging nur etwas über eine Minute. Somit werden dann die Truppen zu Ende gewesen sein. Weil du wirst natürlich bei so einem Gegner nicht einfach sagen, ach komm, jetzt habe ich 200 von beidem. Ach, ich bin mal nicht so, ich überlasse dem das mal. Nee, das wird nicht sein. Da werden deine Truppen einfach mal alle gewesen sein. Und ich meine, jetzt ist es schon nett, dass man sagen kann, ja, okay. Und du hast ja aber noch einiges am Start. Ja, in dem oberen Bereich da, genau. Ich hätte aber hier noch, hier muss ich sagen, hier ist noch gut was zu holen. Ah, okay, da wolltest du das Dunkle haben. Da hast du gesagt, gut, okay, kommt, Leute. Lasst uns das mal machen. Aber da muss man halt, ganz ehrlich, da muss man halt wirklich sagen, es sind, also sah mir jetzt aus wie ein Einserbohrer. Schlag mich nicht, wenn es anders ist, aber da sieht so eine Eins aus. Die Sache ist einfach, die in so einem Einserbohrer ist auch nicht die Menge drinne. Ganz klare Sache, da ist nicht so viel drinne. Fertig, aus. In einem Sechser, da geht richtig die Luzi ab. Aber in so einem, ne, da hätte ich dann lieber das Gold gegrabt. Ja, ich will ja nicht immer nur die gleichen Sätze und Vokabeln und Verben bringen. Was ist mit dem King? Oh, das ist schade. Boah, Ben Finn, jetzt hast du mich ein bisschen aggro gemacht hier. Was ist da, bitte? Oder, nee, Connection Loss, das gilt nicht. Das gilt nicht, das glaube ich nämlich nicht in dem Fall. Nein. Nee, also wie gesagt, da hätte ich ja noch ein bisschen was gesehen, auf jeden Fall. Jetzt die Frage die, ob ich jetzt den dunklen Bohrer mache oder ob ich jetzt wirklich... Nein, es wird so gemacht, wie ich es sage, und in dem Fall wird der Bohrer auf 2 gemacht. Weil ich möchte, dass er direkt ins Gesicht spritzt, ja, genau. Nee, das müssen wir rausschneiden hier, ja? Ob ich daran denke, ist eine andere Sache. Und jetzt steht gleich wieder drunter, nein, du hast nicht dran gedacht. So, was steht hier? Plus 20? Achso, ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht die Pokis meint. Und Basti zieht sich natürlich das, was er kriegen kann, oder? Aber er hat nicht viele Troops am Start. King Ragen. Rage den King. Rage ihn. Rage ihn doch bitte. Vergiss bitte nicht den King zu... Aber den hat er garantiert nicht, genau. Weil sonst hätte man es sehen. Sonst wäre die Zeit schon längst vorbei gewesen. Somit seht ihr eben auch, der 5er King, ganz ehrlich, das ist das, was es bringt. Also wirklich, die Stufe von 4 auf 5 mit der Fähigkeit halt. Sagt, was er wollt. Das ist es wert. Das ist richtig nice und fertig. Ganz klare Nummer. So, oh, auch nice. Really nice. Und ich habe wieder eine E-Mail bekommen. So, jetzt bin ich aber gespannt. Frage ist doch die.
Frage ist die, also es waren Mauerbrecher dabei, ich habe sie aber leider nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke mal, hier war irgendwas. Hier. Da. Ja, da haben wir nämlich das Problem. Golems sind da, okay. Rage ist da. Okay, der aber auch total Banane ist, weil, wisst ihr selber, hauen wir einen Rage rein auf den Golem, passiert da nicht viel. Wissen wir alle. Können wir ja jetzt mal den direkten Vergleich sehen zwischen geragedem Golem und ungeragedem Golem. Weil, jetzt kommt natürlich der Kracher. Logischerweise, warum ich darauf ansprechen möchte, ist natürlich hier in diesem Bereich der Rage. Jetzt haben wir da Magier, die natürlich dann splashen, wenn sie geraged sind. Logisch. Aber guckt mal, wo die Magier stehen bleiben. Genau da! Das ist nämlich deren Tanzbereich und dieser wird nicht verlassen für eine ganze Weile. Guckt euch das bitte an. Jetzt geht's los. Und dann splasht der Magier natürlich richtig los. Klarer Fall. Aber vorher nicht. La 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 la. Und guckt mal hier. Golem down, so gut wie. Und nichts passiert. Also da muss wirklich, wenn ich einen Golem am Start habe, muss ich da gucken, dass der Arbeit hat. Dass der wirklich, ja, dass der aktiv sein kann. Dass der deffen kann, irgendwie, wie auch immer. Und auch weiterkommt. Nicht gegen eine Mauer rennt. Und mein Nagel ist ein bisschen, ihr kennt das doch selber hier, vom Nagel ein bisschen was abgebrochen oder sowas. Habt ihr da so eine Kante, das geht ja mal gar nicht. So, aber wir schauen, wir haben hier einen Heiler am Start, der natürlich den Packers, wenn es denn die Packers sind, nee, die Packers nicht, hier, ich glaube den Magier, oh schade, ist er weg. Aber ich glaube, der hat den Magier ein bisschen geheilt und das ist natürlich eine geile Nummer. Ja, ziemlich geil, wenn hier jetzt die Tesla ausgeschaltet wird, weil, wisst ihr selber, Packer Tesla ist nicht so das Wunschkonzert für den Packer. Aber läuft auf jeden Fall hier. Hier ist schon mal richtig fetter Loot bis jetzt. Drei Packers leben noch, die machen natürlich außenrum alles klar. Logisch, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Golem tankt hier noch gut, da kriegt der King jetzt nicht zu viel ab, aber er ist auch gleich down. Er ist gleich down vom Bogenturm, glaube ich. Und der macht da auch kurzen Prozess. Und da passiert auch nicht mehr viel. Da passiert nicht mehr viel. Wir haben Glück, wenn sich halt wirklich die anderen Sachen mit dem Golem beschäftigen, dass man wirklich sagen kann, gut, okay, hier außen rum rennen meine Truppen noch rum und dann passt das auch. Einwandfrei. Glück gehabt, dass die schön reingehen. Ich meine, draußen war jetzt nichts mehr, aber das ging gut. Und ich meine, ganz ehrlich, ich meine, ich habe ja von dem Packer mal auf die Fresse bekommen mit der dunklen, mit dem dunklen Alex-Lager. Und das ist schon echt übel. Also wenn so ein Packer zuschlägt, dann schlägt der schon richtig, richtig zu. Und das tut dann schon richtig fett weh. Also auf jeden Fall gut gemacht. War ein cooler Angriff, hat mir gefallen. Ach so, ich hab's gerade gesehen. Ein Mauerbrecher natürlich nur bei. Schade. So I said, no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me?